Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem etwas spezielleren Video. Mein Name ist Eagle26 und ihr seht bestimmt schon, um was es geht. Es geht hier um eine Umfrage. Ihr dürft mein nächstes Projekt auswählen. Ich habe mir die Titel rausgesucht, bei denen ich gedacht habe, Mensch, Eagle, das muss er doch mal wieder durchzocken. Es waren sehr viele Spiele dabei. Ich habe jetzt drei davon herausgefiltert und unter diesen drei Spielen könnt ihr auswählen. Das Ganze findet... Ich werde das Ganze im Blog veröffentlichen. Ihr könnt euch dort entscheiden, welches Spiel ich durchspielen soll. Den Link seht ihr wie immer in der Beschreibung und ich werde ihn ganz am Schluss nochmals posten. Nun zu den drei Spielen. Ich stelle euch jedes Spiel kurz vor, um was es eigentlich geht und was so die Besonderheiten dieses Spiels sind. Und ohne große Umwege möchte ich jetzt direkt zum ersten Spieletitel kommen. Viel Spaß mit dem Intro. Ja, Mischief Makers, was für ein geniales Spiel für den Nintendo 64. Es erschien im Jahre 1998, wurde von Treasure entwickelt. Und ja, ich muss sagen, also das ist eine richtige Perle auf dem Nintendo 64. Ein Spiel, das man leicht übersehen hat, ist übrigens auch eines der wenigen 2D-Spiele auf dem Nintendo 64. Da der Nintendo 64 eigentlich für seine 3D-Grafiken... bekannt war, seine ersten 3D-Grafiken, verglichen mit heute ist hier das reinste Müll. Aber das war noch Retro, das war richtig geil. Mischief Makers, der 2D Jump'n'Run, das war ein richtig besonderes Spiel. Kurz zur Story. Marina, der Hausmädchenroboter von Professor Theo, landen mit ihrem Haus auf dem Planeten Clancer. Und kurz daraufhin wird Professor Theo entführt und Marina muss Professor Theo retten. Simple Jump'n'Run-Story, wie immer eigentlich. Es wird jemand entführt und jemand kommt diese Person retten. Das klang etwas kompliziert, aber ihr wisst bestimmt, was ich meine. Das Spiel ist so ein mittellanges Projekt. Ich weiß nicht, ob ich es 100% durchzocken werde, weil ich habe das Spiel eigentlich noch nie 100% durchgezockt, weil ich nicht weiß, wo alle Kristalle wo sich alle Kristalle befinden. Wenn ich da Hilfe bekomme, würde ich es machen. Ansonsten einfach normal durchzockern und das war's. Und was das Spiel auch noch besitzt, neben richtig schöner 2D-Grafik, einen guten Soundtrack. Was ja bei mir immer sehr wichtig sein muss, damit das Spiel auch richtig geil ist. So, das wäre der Titel Nummer 1. Jetzt geht es zu einem älteren Spiel. Ich werde euch wieder das Intro zeigen. Kurz zur Information, bitte erschreckt nicht ab den Soundeffekten. Die könnten das Spiel vielleicht in einem schlechten Bild darstellen. Trotzdem, viel Spaß mit dem nächsten Spiele-Intro. Are you ready? Yeah! Cool!
Are you ready? Awesome! Yeah! Are you ready? Awesome! Yeah! Ouch! Global Gladiators für den Sega Mega Drive. Ein Spiel, das im Jahre 1992 herausgekommen ist und wurde von Virgin entwickelt. Ja, Global Gladiators, ich hoffe, ihr seid nicht erschreckt ab dem Intro, weil es täuscht. Als ich das Intro mir angeschaut habe, ich sage mal, was ist denn das für ein bescheuertes Spiel, hätte ich mir gedacht. Also das Spiel an und für sich ist anders. Die Soundeffekte passen da noch viel eher rein als jetzt in diesem Intro. Daher habe ich extra noch ein bisschen Gameplay spielen lassen. Kurz zur Story. Ihr habt es ja eigentlich schon gesehen. Ronald McDonald schickt die beiden Typen, Mick und Mac, in den Comic. Und diese müssen diesen Comic eigentlich überstehen. Mir zur Story gibt es noch nichts zu sagen, aber das ist ja eigentlich auch das Typische an den älteren Spielen. Ein simples Spiel. Was hier ganz wichtig wäre: Global Gladiators lebt vom Soundtrack. Dieses Spiel ist wirklich ganz, ganz wichtig. Wenn der Soundtrack nicht wäre, dann wäre das Spiel nur halb so gut. Außerdem überzeugt es durch geniale Grafikeffekte und geniale Soundeffekte. Die Soundeffekte, die ihr jetzt hier im Intro gehört habt, da kam viel zu viel aufeinander. Da passt es gar nicht zum Spielgeschehen. Im Spiel sieht es wirklich ganz anders aus. Es passt wirklich alles sehr gut zusammen und es ist ein sehr witziges Jump'n'Run. Wird ein eher kürzeres Projekt. Es sind 12 Level, die man durchqueren muss. Und viel zu entdecken, zusätzlich zu entdecken, gibt es nicht. Das ist ein schönes Spiel, muss ich sagen. Wenn ihr Global Gladiators sehen wollt, dann stimmt für dieses Projekt dann ab. Das war Spiel Nummer 2. Nun wird nur noch eins. Und dieses Spiel, das kommt, das dürfte wohl jeder kennen. Intro ab. Dear Mario, please come to the castle. I have baked a cake for you. Yours truly, Princess Toadstool. Peach. Super Mario 64, das wohl umfangreichste Projekt aus diesen drei Spielen. Ja, was muss man zu Super Mario 64 eigentlich noch groß sagen? Es ist eines der genialsten Spiele überhaupt. Für mich ist es wirklich auch einer der besten Spiele überhaupt.
und ich spiele es dementsprechend gerne durch. Ich habe das war jetzt wirklich das Spiel, das ich am meisten durchgezockt habe, neben Sonic the Hedgehog 3 und Knuckles. Das ist einfach genial. Ich spiele das Spiel so gern, das sind einfach Kindheitserinnerungen, die ich wirklich, ich liebe es. Ich weiß gar nicht, was ich sonst noch zu diesem Spiel sagen soll, außer ich liebe es. Und wie gesagt, das wäre das umfangreichste Projekt von allen. Das wäre auch ein 100% Durchgang, also ich würde alle Sterne holen und euch alles zeigen. Ich denke, das sollte ich hinkriegen. Vielleicht auch nicht direkt in 20 Parts, aber vielleicht doch weniger als andere schon. Der Nachteil an diesem Spiel ist, dass es praktisch jeder zweite YouTuber oder Let's Player Let's Played. Man hat es einfach schon gesehen, aber für mich, wie gesagt, eines der besten Spiele überhaupt und ich würde es wirklich gerne mal wieder durchzocken. Wichtig hierbei, ich würde es vermutlich nicht auf dem Nintendo 64 spielen, sondern auf der Wii. Das hat einen Grund, und zwar irgendwie sind meine Hände zu groß geworden für den Nintendo 64 Controller. Es fühlt sich nicht wirklich bequem an, wenn ich diesen Controller in der Hand habe, daher würde ich es mir für die Wii runterladen und dann könnte ich es mit meinem Lieblingscontroller, dem Nintendo GameCube Controller, spielen. Aber das müsste euch nicht wirklich stören. Spiel Nummer 3, das heißt, wir hätten unser Trio komplett. Und eigentlich bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Ihr könnt euch eins dieser Projekte auswählen. Die Abstimmung findet auf meinem Blog statt. Das ist die gamingzone.blogspot.ch. Da könnt ihr auf der rechten Seite ist eine Umfrage erstellt. Da könnt ihr eure Antwort auswählen. Ganz wichtig für euch, Antworten hier auf YouTube werden nicht gewertet. Also wenn ihr eure Titel in die Kommentare schreibt, die werden nicht beachtet. Ich werde diejenigen, die das dann machen würden, auf den Blog verweisen. Ich hoffe, das passiert nicht allzu oft. Ich habe jetzt auch noch nicht so viele Abonnenten. Ich weiß, dass ich ein paar Stammzuseher habe. Und die sind mir auch sehr wichtig. Also bitte geht auf meinen Blog und stimmt dort ab. Ja, ich denke, das war's. Die Arbeiten ließen zu einem der... Nein, wie soll ich jetzt das formulieren? Ich werde das Spiel erst circa in 1 bis 1,5 Monaten beginnen aufzunehmen. Ich hoffe, auf meiner Umfrage kommen mindestens 20 Leute zusammen, sodass es wenigstens ein bisschen aussagekräftig ist. Wenn nur 5 Leute mitmachen, ja... Ja, ich glaube, das wäre nicht wirklich von Vorteil. Also, ich denke, in einem Monat, in 1,5 Monaten, werde ich mit dem Aufnehmen beginnen. Und ja, stimmt bis dahin. Fleißig ab. Ich klinke mich hier aus. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit meinen weiteren Videos. Weil es werden noch einige kommen. Es sind vor allem unkommentierte Spiele. Aber was es sein wird, das werdet ihr dann sehen. So, ich bin raus, mein Name Eagle26, bis dann, ciao zusammen.